Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Andreas Unterweger. Ich darf Sie herzlich begrüßen, auch im Namen von Alfred Kollerich, der unter uns weilt und sich, so wie Sie alle, auf eine schöne Präsentation mit Lesungen freut. Ich bin immer hier, um das Heft kurz vorzustellen. Das ist das Heft Nummer 214 der Manuskripte. Ich beginne immer vorne beim Titelbild. Diesmal wieder mal wie die meisten oder wie viele unserer schönen Hefte vom Manuskripte-Freund Günter Brus gestaltet. Seine Mischtechnik zeigt einen berühmten Komponisten, der auch als Dichter oder Sprachkünstler nicht zu unterschätzen ist. Es ist aber nicht, wie manche Manuskripte-Autoren gemeint haben, Bob Dylan, sondern Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ist der Titel dieser Mischtechnik. Inhaltsverzeichnis, ein kurzer Blick darauf, da springt etwas ins Auge, und zwar zum ersten Mal seit den 1980ern haben wir diesmal keine Gliederung nach Gattungen. Ja? Normalerweise hatten wir in letzter Zeit immer Prosa, Lyrik und dann Essays. Diesmal wild durcheinander. Ich stelle mir vor, dass viele sagen werden, jetzt ist der Unterweger dabei bei den Manuskripten und alles geht durcheinander. Die Idee stammt aber von Alfred Kollerich, das so zu machen. Es ist ein alter Wunsch von ihm. Passt auch zu dem Heft. Wie gesagt, bis in die 80er gab es diese Einteilungen nicht. Und passt auch zu der Poetik der Offenheit nach allen Seiten, die in den Manuskripten seit Jahrzehnten praktiziert wird. Erst unlängst hat Alfred Kollerich in der Wiener Zeitung gesagt, ich wünsche mir die Literatur als einen wilden Krautgarten, und auf Facebook haben wir das Inhaltsverzeichnis leicht scherzhaft sogar als politisches Statement interpretiert. Die Manuskripte befürworten keine Mauern, nicht einmal die zwischen Prosa und Lyrik. Also wir sind gespannt, was Sie zu der neuen alten Offenheit sagen. Wir halten uns auch offen, zur alten strengen Form zurückzukehren. Auch das ist möglich. Wenn man sich dann das Inhaltsverzeichnis genau anschaut, sieht man, dass gewisse Elemente dann doch erhalten geblieben sind. Zum Beispiel steht die Marginalie der Herausgeber wie immer am Anfang und nicht irgendwo mittendrin. Die Marginalie diesmal ist insofern erstaunlich, als sie zum Glück keine Klage über Todesfälle unter unseren Autoren ist und zum Glück auch keine Klage über die Politik oder die Kulturpolitik, sondern ein Geburtstagswunsch an Elfriede Jelinek, die ja nicht nur sowas wie der weibliche österreichische Bob Dylan ohne Gitarre ist, sondern auch eine der treuersten Manuskripte-Autorinnen seit 1969, 42 Beiträge, und vor kurzem hatte sie einen großen runden Geburtstag. Wir wissen, sie schätzt keinen großen Rummel um ihre Person, deshalb haben wir auf ein Sonderheft oder so etwas verzichtet. Aber wir wollten das kurz erwähnt haben, ihr kurz gratulieren. Sie ist auch eine unserer allerfreundlichsten Autoren, also Autorinnen. Also sie antwortet immer sofort und so, es ist unglaublich. Ja, die Highlights der Manuskripte 214, wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis so anschaue, sind natürlich dicht gesät. Gleich zum Auftakt schon ein ganz wuchtiges Langgedicht von Gayat Almadun aus Syrien, das in letzter Sekunde ins Heft geschneit ist. Es gibt eine Fülle von renommierten Autoren, wie immer Prosa von Büchner-Preisträger Walter Kappbacher, halb Brief, halb Notizen, sehr zeitkritisch, gattungsmäßig wäre schwierig gewesen. Auch eine Rede von Angelika Reitzer mit dem Titel »Die Finsternis aufhalten«. Also eine Art politischer Rede, ein leidenschaftlicher Aufruf. Entscheidungsarme könnten sich das vor der Bundespräsidentenwahl noch durchlesen. Sehr schöne Texte von Ludwig Fels, Milena Mitschikow-Flaschar, Evelyn Schlag, Leopold Federmeier, Rotauhorn-Preisträgerin Ingeborg Horn oder Ernst Wilhelm Händler mit einem sehr schönen Essay über Ossi Wiener für Ossi Wiener Experten und solche, die es werden wollen vielleicht. Dann auch wieder eine Reihe von jüngeren oder jüngst entdeckten Autoren wie Greta Lauer, Björn Treber, der hier ist, Johannes Walli, der hier ist,
oder Sarah Kuratle, die am Dienstag den Manuskripte-Förderungspreis für Literatur der Stadt Graz bekommen wird. Und ganz besonders schön ist, dass wir mehrere Debütantinnen und Debütanten haben, zum Beispiel Franziska Füchsel mit einem formal sehr anspruchsvollen Text zwischen allen Gattungen, der ihnen gleich ins Auge springen wird, wenn sie es durchlesen. Da hätten wir auch nicht gewusst, wohin, in welche Gattungsschiene. Dann Daniel Nachbauer mit einem hochintelligenten Text zwischen Erzählung und Essay und einen jungen, talentierten Erzähler mit dem Namen Roman Kaiser Mühlecker. Also nicht zu verwechseln mit Reinhard Kaiser Mühlecker. Eine Autorin, die nicht in diesem Heft, aber im nächsten Heft ist, ist die türkische Autorin Asli Erdogan. Über die möchte ich kurz sprechen. Die sitzt in der Türkei in Haft. Ich nehme an, Sie sind alle informiert über die politische Situation in der Türkei. Asli Erdogan ist eine Schriftstellerin und Physikerin, die vor einigen Jahren in Graz Stipendiatin war, im Internationalen Haus der Autoren, glaube ich. Und sie ist verhaftet worden im August unter, naja, aus unserer Sicht natürlich höchst dubiosen Anklagepunkten. Jetzt laufen einige Unterstützungsaktionen, um sie da herauszubekommen. Sie ist jetzt in einem Anklagepunkt freigesprochen, aber gleichzeitig wieder neu angeklagt auf lebenslänglich plädierter Staatsanwalt. Alle, die ihr helfen wollen, können das hier tun, indem sie eine Postkarte an sie schicken ins Gefängnis. Das ist so eine Unterstützungspostkarte, eine ganz freundliche und auch apolitische. Das muss ja auch sein wegen der Zensur. Wir haben dann bei unseren Heften draußen diese Postkarten aufliegen, die sind auch frankiert. Wer Lust hat, kann ja einen herzlichen Gruß aus Graz schicken. Da freut sie sich bestimmt. Und in unserem nächsten Heft werden wir dann ein Gedicht von ihr bringen, das von Barbara Frischmuth übersetzt wurde. Okay, wen werden Sie heute Abend lesen hören? Ich mache das so wie im Inhaltsverzeichnis, ohne Reihenfolge, beziehungsweise in einer meinem ästhetischen Empfinden folgenden. In der Mitte des heutigen Abends wird Anna Bahr lesen. Anna Bahr ist 1973 in Zagreb geboren, lebt in Klagenfurt und Wien. Sie ist zweisprachig aufgewachsen zwischen Kroatien und Österreich. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema in ihrem Schreiben. Sie hat Publizistik, Theaterwissenschaften, Slawistik und Öffentlichkeitsarbeit studiert und promoviert und ist als Schriftstellerin erstmals aufgetreten und hat großen Eindruck gemacht beim Bachmann-Preis in Klagenfurt, auf Einladung von Stefan Gmünder. 2015 erschien Die Farbe des Granatapfels im Wallstein Verlag, ihr Roman, der die ORF-Bestenliste zeitweise angeführt hat. Sie ist gleich mit zwei Texten in unserem Heft vertreten. Einerseits ihre Rede zum zweiten Rot-Ahorn-Preis, den sie erhalten hat vor kurzem. Diese Rede beschließt das Heft, wo wir am Ende haben wir all unsere Preisträger versammelt, das heißt jene, wo Alfred Kollerich ein Teil der meist größeren Jury war. Und Anna Bahrs Rede ist etwas Besonderes, weil sie ist ein flammender Appell für, ich zitiere, ein Schreiben, das sich dem Spaß gesellschaftlichen Aufforderungen und mehrheitsfähigen Trends nicht beugt, beziehungsweise eine Literatur, die nicht nur Unterhaltung bedeutet, sondern eben durchaus auch mal schwierig ist und den Leser fordert. Ein Appell zugunsten dieser Literatur gehört natürlich in den Manuskripte, weil sich in den Manuskripten auch eine solche Literatur findet. Interessant und bedenklich daran scheint mir, dass dieser Aufruf von jemandem kommt, der jetzt eh nicht so Sachen schreibt, wo man nicht weiß, wie man sie überhaupt anschauen soll, sondern eine solide, wunderbare Prosa, halt eben mit ein bisschen tieferem Gehalt, als einfach nur ein Geschichterl oder eine unterhaltsame Variation über ein gerade oft in den Zeitungen abgehandeltes Thema. Und offenbar wird das schon als zu schwierig empfunden, beziehungsweise empfindet das die liebe Anna Bahr schon so, dass ihre Literatur als zu schwierig empfunden wird. Da kommt so ein Appell nur recht. Den Abschluss des heutigen Abends macht dann Werner Halbedel, ein steirischer Schauspieler und Regisseur, den Sie vielleicht von Theater Quadrat oder von Drama Graz kennen. Er liest Lyrik von Daniel Jurjew, Bettina Wohlfender und Claudio
Comartin, Lyrik, die Sie hier im Heft nachlesen können. Und zu Beginn des heutigen Abends hören Sie Günter Eichberger, ein Grazer Autor, ein Manuskripte-Veteran, den Sie vermutlich auch schon kennen. Er ist 1959 in Oberzeiren geboren, hat in Graz studiert, promoviert. Vielleicht waren manche von Ihnen dabei, als er in seiner Studienzeit Ende der 70er die Grazer Szene aufgemischt hat. Zumindest habe ich das gehört. Er soll sich mehreren Autoren mit der Frage, was halten Sie von der Sprache, genähert haben. Ein Satz, den Alfred Kollerich später in ein Gedicht eingebaut hat. Wolfgang Bauer soll auch so kontaktiert worden sein, aber das weiß ich nur von Eichberger selbst, der laut dem Wolfgang Bauer am Telefon gesagt hat, diese Frage sei mir jetzt zu komplex, er macht gerade Spaghetti. Am 3.12. gibt es im Literaturhaus Graz eine Veranstaltung, eine große zu Wolfgang Bauer, und da werden Sie auch Günter Eichberger erleben können. Eichberger hat in den Manuskripten 67 dann als Schriftsteller debütiert und der folgerichtige Weg, er wurde ein geachteter Schriftsteller und wandelt als solcher durch Graz auf den Spuren der letzten richtigen Dichter. Wir kennen und schätzen ihn als ebenso nouveau und wie humorvollen Epiker, zum Beispiel mit Wimperntierchen, ein Roman, der 2015 erschienen ist. Der Ritter Verlag nennt ihn treffend einen Meister der gesellschaftskritischen Sprachsatire. Wir kennen ihn als Dramatiker, als Essayisten. Er ist einer der gebildetsten Bob-Dylanisten, die ich kenne. Ich verweise auf seinen Roman Elias, der Ritter Verlag 2008. Einer der intimsten Wolfgang Bauer-Kenner. Man kennt ihn aus der Kleinen Zeitung als Flaneur, aus dem Falter als Gourmet. Und ich freue mich auch, dass ich auf Facebook sein Freund sein darf, wo er ein allgegenwärtiger Kommentator ist, ja, der rund um die Uhr Kommentare zum Weltgeschehen abgibt, die immer lesenswert sind. Gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit den Lesungen und ja, viel Spaß.